Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist André von Intelligentes Trading. Heute geht es um Emotionen im Trading. Jeder Trader hat sich damit bestimmt schon auseinandergesetzt oder sollte es zumindest tun. Ihr habt bestimmt schon alle, die mal an der Börse gehandelt haben, Erfahrungen mit den eigenen Emotionen, wie die auftreten bei euch oder ob ihr gar keine habt, je nachdem, was für ein Charakter, was für eine Person ihr seid. Vorhin sehen wir eine Frau, die schlägt die Hände über den Kopf zusammen an ihrem Computer. Es kann manchmal regelrecht schlimm sein beim Trading vor dem Computer, wenn man auf einmal seine Positionen ins Minus laufen sieht. Das ist nicht toll und ja, daraus resultieren sehr wahrscheinlich Emotionen bei den einzelnen Personen. Wir sprechen dieses Thema heute an. Ist ein wichtiges Thema und ich hoffe, ihr könnt was lernen in diesem Video. Also viel Spaß. Ja, Emotionen sind total nutzlos im Trading. Ihr braucht sie nicht. Man muss sie abstellen, um bessere Ergebnisse zu haben. Wenn man emotional wird, hat man einfach nur schlechte Ergebnisse. Kann ich euch auch aus meinen eigenen Trading-Erfahrungen sagen. Bei mir war das am Anfang genauso, dass ich emotional wurde und dann Fehlentscheidungen getroffen habe. Das nehmen manche Trader natürlich auch manchmal als Ausrede für ihr Missgeschick an der Börse, dass sie emotional wurden. Ist für mich jetzt persönlich nicht ein wirklicher Grund, wenn sie sagen, ja, ich wurde emotional und habe Verluste gemacht. Man muss sich fragen, warum macht man die Verluste? Und es ist so ein bisschen zweigleisiges Schwert. Die Emotionen, die dann auftreten. Man kann das nicht komplett auf die Emotionen schieben. Das klären wir aber gleich. Erstmal, Emotionen brauchen wir überhaupt nicht im Trading. Und ja, Emotionen sollten auf gar keinen Fall auftreten, sollte man verhindern, wenn man weiß, wie. Ich zeige euch das gleich. Ja, und Emotionen verursachen natürlich Fehlentscheidungen. Was meine ich damit? Wenn du denkst, ja, ich habe jetzt hier einen Verlust gemacht und muss den unbedingt heute oder morgen noch wieder reinholen, ja, dann denkt man die ganze Zeit an diesen Verlust, konzentriert sich eigentlich nicht auf das Wesentliche, auf die richtige Sache, auf das Trading. Und wenn man so schon anfängt, an der Börse zu handeln, wird es meistens sehr wahrscheinlich nichts. Ihr könnt Glück haben und ihr holt den Verlust schnell wieder rein, oder was sehr wahrscheinlich ist, ihr werdet weiter heftigen Verlust machen und irgendwann wird es so schlimm sein, dass ihr im Kopf ein bisschen durchdreht und euer ganzes Konto plättet. Das hatte ich auch schon mal, muss ich ehrlich sagen, am Anfang meiner Trading-Karriere. Dann habe ich mehrere Verluste gemacht und dann am Ende hatte ich dann noch irgendwie 30% vom Konto, vom Gesamtkontostand und habe das dann auch noch geplättet, weil ich so in Rage war. Diese Sache geht es einfach zu verhindern. Und ja, ich zeige euch, wie das geht. Zuerst müssen wir uns aber fragen, warum entstehen denn solche Emotionen und solche Fehlentscheidungen? Die kommen ja nicht aus dem Nirgendwo her. Und es gibt dafür einen einfachen und logischen Grund. Ja, Emotionen entstehen durch hohe Verluste. Niemand möchte gerne Geld verlieren. Es ist einfach so, wenn man Geld verliert, fühlt man sich natürlich persönlich schlecht und es ist einfach nicht toll. Ja, ich denke, das kennt jeder. Ja, man hat das Geld hart erarbeitet und ja, es kann eben innerhalb von wenigen Sekunden weg sein, das liebe Geld. Und einige kommen damit nicht klar. Allein deswegen entstehen diese Emotionen. Durch nichts anderes, nur durch eure Verluste dreht man eventuell durch vor dem PC. Ja, und was ist hier der Grund dafür? Ich habe hier dieses hohe mal in Klammern gesetzt, hohe Verluste. Und zwar, das ist meistens das falsche und aggressive Money Management. Was ich euch da empfehle, klären wir gleich. Ihr könnt auch unter der Seite Money Management genaueres dazu durchlesen bzw. das Video Money Management auf meinem Kanal anschauen.
Ja, falsches und aggressives Money Management ist auch der Hauptgrund für Emotionen. Wenn ihr dann mal zwei, drei Trades rausgehauen habt hintereinander, könnte es sein, dass euer Konto ziemlich weit nach unten gebracht wurde, je nachdem, wie viel ihr einsetzt pro Trade, und das führt dann sehr wahrscheinlich zu Emotionen. Das muss man unbedingt vermeiden, deshalb empfehle ich euch ein langfristiges und nicht zu aggressives Money Management. Natürlich kann man auch Verluste einfahren, wenn man nach falscher Strategie handelt. Das ist so der zweite Hauptgrund noch für mich, warum entstehen Emotionen. Also es ist so ein Mischmasch aus diesen drei Punkten. Erst die Emotionen entstehen halt durch die hohen Verluste. Durch Verluste entstehen sie. Aber woher kommen diese Verluste? Durch falsches und aggressives Money-Management oder durch Handeln nach falscher Strategie, sodass man nur Verluste einfährt und weiß gar nicht warum. Vielleicht handelt ihr auch einfach nach falschen Regeln oder falschen Informationen. Das kann natürlich auch sein. Ja, und deshalb könnt ihr auch dann emotional werden und noch größere Fehlentscheidungen treffen. So, wie verhindert man denn die Emotionen? Und ich habe das jetzt ziemlich gut gelöst. Persönlich bei mir. Ja, ich nehme ein Money Management entweder von 0,5 bis 2% vom Gesamtkapital pro Position. Das heißt, wenn ich mal drei, vier Trades hintereinander verliere, habe ich insgesamt nicht so viel Kapital vom Konto verloren, als wie wenn ich 10% pro Position nehme. Ihr müsst das immer im Verhältnis sehen. Wenn ihr so viele Prozente von eurem Konto verliert, dann ist das eine richtige Kopfsache und eine psychische Belastung für euch. Deswegen wirklich mein Rat, nehmt hier weniger Geld pro Position vom Gesamtkapital. Es ist wesentlich entspannter für euch und ihr habt weniger Fehlentscheidungen. Dann, was ganz wichtig ist, man sollte für jede Situation Regeln parat haben. Halte dich an deine eigenen Trading-Regeln. Ja, und handle wie eine Maschine. Ich empfehle hier, schreibt euch ein Trading-Skript. Ja, schreibt euch die Regeln auf, nach denen ihr handelt. Bei bestimmten Marktsituationen, wie verhaltet ihr euch da? Unter dem Menüpunkt Trading-Strategie könnt ihr das auch nochmal nachlesen auf meiner Homepage. Dort habe ich einiges zusammengefasst für euch. Ja, haltet euch auf jeden Fall immer an diese Regeln. Was passiert, wenn ihr euch an diese Regeln haltet? Ja, ihr werdet keine Fehlentscheidungen machen durch Emotionen, weil ihr die Regeln aufgeschrieben habt und vor euch liegen habt. Ihr müsst da immer dran denken und könnt euch keine Fehler erlauben. So einfach ist es. Ihr braucht wirklich Regeln. Und ja, die Verluste, die dann durch die Emotionen kommen, werden sehr wahrscheinlich auch dadurch verursacht, dass man keine genauen Regeln in seinem Trading hat. Bei mir ist es jetzt so, ich habe fast gar keine Emotionen mehr beim Trading. Natürlich ist es auch so, dass dass es einem nicht gefällt, wenn man Verlust macht, ist klar. Aber ich habe strikte Regeln, an die ich mich halte. Wenn es nicht klappt, dann klappt es eben nicht. Okay, dann klappt es eben nächstes Mal oder übernächstes Mal. Ja, da muss man wirklich entspannt sein und wie eine Maschine nach seinen eigenen Regeln handeln. Natürlich hat jeder Trader eigene Regeln. Das ist auch wieder klar. Ich zum Beispiel habe meine eigene Strategie entwickelt, meine eigene Trading-Strategie durch das ganze Wissen, was ich mir beigebracht habe von anderen Tradern, habe ich mein eigenes Trading entwickelt. Und so sollte das, denke mal, auch bei jedem sein. Man sollte nicht irgendwas grundlos und komplett kopieren. Meistens wird es nicht klappen, sondern auch seine eigenen Sachen einbauen, seine eigenen Erfahrungen einbauen und so weiter. Wie gesagt, unter dem Kapitel Trading Strategien auf dieser Homepage werdet ihr mehr erfahren. Falls ihr das Video auf YouTube seht, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert diesen Kanal oder schreibt mir einen Kommentar. Was haltet ihr von diesen Emotionen? Ist euch das auch schon passiert? Wer mehr über meine Trading-Strategie erfahren möchte,
Den Link findet ihr auch unten in der Beschreibung bzw. im Menüpunkt unter intelligentes Trading oder Trading Strategie. Da beschreibe ich, nach welchen Regeln ich auch handle. So, das war's für das Video und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!